Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play MC2, der Unglücks-Simulator. Ja, wir befinden uns heute wieder auf der Map München Demo. Als Beta-Teste, wie gesagt, momentan noch. Noch gibt es die Map nicht für alle. Offiziell. Sondern erstmal nur für Beta-Testers. Und ja. Wir werden heute fahren die Linie 150 von Amalienstraße zum Hauptbahnhof. Mit dem Mercedes-Benz EN02. Ja, wie gesagt, wir sind in der letzten Folge. Sind wir vom Hauptbahnhof Nord nach Amalienstraße gefahren. Und heute geht es wieder zurück von Amalienstraße zum Hauptbahnhof Nord. Ja, wir werden uns heute, wie gesagt, die Rücktour noch anschauen. Also anschauen, haben wir sowas gesagt. Und ja, danach mal ehrlich, jetzt nachdem wir die Tour fertig gefahren haben, halt so rum. 32. Straße Hauptbahnhof Linie. Ja, am Ende des nach der Fahrt werden wir uns dann, wie gesagt, die Map ein bisschen anschauen. Dann werde ich auch ein paar Punkte ansprechen. Wie gesagt, ein paar Fehler, die mir schon aufgefallen sind selber. Und ja. Wie man sieht, ich habe sämtliche KI-Packs hinzugefügt, damit es ein bisschen nach was Besseres aussieht. Und nicht die ganze Zeit nur eine Standart. Ja, ich warte schon ab. So, warten bis die Ampel grün schaltet. Der Kollege, den wir ablösen, steht auch schon da. Das wird mal auf der nächsten. Ah, können wir doch reden mit mir. Hallo. Hallo. Ja, eben wie gesagt, vorne. Die kleine Tour. Die Ansicht. Gefällt mir die Map, wie du gesagt hast, gut. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Jeder hat seine eigene. Fußgängerampel entscheiden auf alle Fälle nicht mit uns. Da müsste vielleicht mal drüber geschaut werden. Also wie gesagt, da haben wir ja schon mal einen Fehler. Max Vorstadt, Sammlung Brandhorst. Genau. Also wie gesagt, das Addon um die zwei Landeshauptstadt München ist wie gesagt noch voll in Entwicklung. So, es wird noch ein kleines Stückchen dauern, bis die Version raus, bis das Addon rauskommt. Wie gesagt, mit der Demo-Version, kleines bisschen hier über die Web fahren.
So, bist ein Teil der 105. Okay, doch hab ich geschafft. Und hier. Es gibt viele neue KI-Fahrzeuge. Ich sage KI-Fahrzeugen. Das ist das Spannende. Pinakotheken. Guten Tag. Guten Tag, Manfred. Hallo. Hallo. Alle wieder nicht mit einem reden wollen. Wenn ich will, der hat schon. Das ist nur so schön. Ja, also wie gesagt, ich bin ja auch schon ein Teil gefahren. Menschen kennen ja auch ein paar Stellen. Und mir sagen, Erkennungswert ist ziemlich hoch. Man erkennt wirklich sehr viel. Wie gesagt, am Ende der Fahrt werden wir uns die Map anschauen. Falsche Taste. Bleibt zu. Wenn jetzt raus will, dann muss er noch mal drücken. Ja, viele eigene Objekte gebaut, wie man sieht. Ich habe, glaube ich, auch kein einziges spannender Objekt gefunden bis jetzt. Zumindest bis jetzt. So wie gewisse andere Addons spannende Objekte gerne verwendet werden. Technische Universität. Mega. Falsche rüber. So lange ich mal da. Wie gesagt, was auch was mitgeliefert werden. Das ist einmal. Sind zweimal. Tag! Ein Gelenkbus. Einmal in Line City. Hi! Hi. Da wird der Buszug mitgeliefert, also mit einem Hess-Anhänger. Dann die Solo-Variante. Und aktuell, wie gesagt, wird ja an der Map und an den Bussen gearbeitet, nur im Vollgange. Klar, das war eigentlich Release-Version Anfang, ziemlich Anfang des Jahres, also ich glaube 24. Königsplatz. Umstieg zur U2. Change here for U2. Ich glaube 24.01. war es für dieses Jahr geplant. Aber dadurch, dass es Probleme gab, hat sich das eben ein bisschen verschoben gehabt. Wie gesagt, ich bin da nicht verrückt, wenn es ein bisschen dauert, bis das Addon rauskommt. Wie gesagt, um sich zwei Landeshauptstadt München ist das einzige Addon, was auf sich warten lässt. Ein bisschen. Ist auch nur um sich zwei London. Eins der Addons, die wirklich schon extrem weit zurückliegen. So, kommt her. Und so, wir werden jetzt alle fix einsteigen. Ja, gemacht. Hallo. Hallo. Tag. Tag. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Hallo. 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 Sind wir alle drin? Ja. Können wir weiter fahren. Wo Land und Boot schaltet. Okay, ich schalte doch. Ja, wie gesagt, Landeshauptstadt München, denke ich mal, wird bestimmt dieses Jahr noch kommen. Im Gegensatz zu OMSI 2 London Addon, bei dem ich mittlerweile irgendwie die Hoffnung verloren habe, dass es überhaupt mal erscheinen wird. Hier zu kommen.
Ja, eben wie gesagt, wir schauen uns jetzt nochmal die Map an. Genau. Und ja. Das Einzige, was ich hoffe, ist wirklich, dass ein paar kleine Fehler noch behoben werden. Welche das sind, das zeige ich dann euch, beziehungsweise sag's euch. Sie müssen jetzt los, auf nachzuladen. Wie gesagt, das ist bloß ein kleiner Teil von der ganzen Map. Also von den ganzen Items, was wir fahren können. Also wenn jetzt die Demo rauskommt, mal gucken, ich denke mal, vielleicht die Woche, nächste Woche, vielleicht in der nächsten Woche. So ganz genau kann ich das jetzt nicht sagen, weil wie gesagt, ich werde das Ganze auf der Facebook-Seite von OMSI Landeshauptstadt München verfolgt. Weiß, dass es soweit jetzt eigentlich alles abgegeben worden ist. Bei Steam haben wurde es ja schon gegeben. Moin. Moin. Ich hatte einen Tisch. So, nächste Halt ist auch schon Endstation. Also wir haben auf alle Fälle einen straffen Fahrplan. Aber ist eigentlich machbar. Gut, 2 Minuten Verspätung gerade. Bahnhof Nord. Umstieg zur U1, U2, U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U1, U2, U4, U5 and S-Bahn Services. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please. Die Ansagen sind echt genial. Muss ich wirklich sagen.
So, da sind wir ja auch gleich fertig mit der Fahrt. So, mit dir um. Elisenstraße. Was? Ich habe gar nicht auf die Rücktour gedrückt, Leute. Eigentlich die Ampel. Ach, scheiß drauf. Bums, bums. So, Bruchstein. So. Dann wollen wir mal den Fahrplan abbrechen. Ja, wie gesagt, ein Problem ist schon mal, hier am Hauptbahnhof Nord steigen irgendwie die Fahrgäste nicht ein. Egal, was man macht. Aber wie gesagt, so schaut doch mal der Hauptbahnhof Nord aus vom Vorplatz. Kann man schön in den Hauptbahnhof reinschauen. Taxis. Wie gesagt, man merkt schon, dass hier wirklich sehr viele neue Sachen dabei sind. Okay, das hier mit den Fahrrädern. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen reduzieren kann. Das sieht mir ein bisschen zu voll aus. Das sind ein bisschen viel zu viele. Da müsste man vielleicht, hoffe ich auch in der Vollversion, also was ein komplettes Addon ist, dass hier ein bisschen weniger ist, weil ich glaube auch nicht, dass da tagtäglich so extrem voll das Ding steht. Also wo ich in München war, konnte ich sehen, dass da so gut wie kaum Fahrräder standen. Obwohl viele auch mit dem Rad unterwegs waren. Wie gesagt, da haben wir hier, ne? Schön. Klar, man sieht es nicht gerne, aber ich mag es halt auch. Diese eigenständigen Gebäude, die man hier hat. Man sieht, dass sie wirklich viel Arbeit dran stecken. Ups. Ja, guck mal nicht, dass das wieder solche 2D-Häuser sind. So, jetzt gehen wir auch wieder vor. Aber wie gesagt, an sich. Wie gesagt, warum sie hier? Ist das nicht so extrem verrückt spielen? Lade nach. Nächste Seitenstraßen. Bisschen. Hier die Seitenstraße. Was machen wir hier unten? Ne? Beim Hauptbahnhof noch, wie gesagt, die Seite. Also wie gesagt, man erkennt wirklich extrem viel. Oh, da stimmt irgendwas nicht. Aber wirklich kein einziges spannendes Objekt bis jetzt gesehen. Falls ihr irgendwie eins gesehen habt, könnt ihr schreiben gerne. Welche Sekunde oder Minute genau. Aber wie gesagt, mir selber. Oh, cooles Backdrop. Drücken wir mal gleich hin. Oh, an sich. So, Elisenstraße, okay. Gerade war. Um sie lieb sein. Halt. Ja. Also wie gesagt, das Addon gefällt mir halt schon mal. Auf das Addon freue ich mich halt schon mal. Wie gesagt, man erkennt wirklich sehr viel Details. Wie gesagt, das ist jetzt, wo es die
Demo-Version, also bloß ein Stückchen. Wir haben nicht alles drin von der Karte. Wie gesagt. Deswegen hat man nur extrem viele freie Stellen. Nicht, dass jemand denkt hier, ja, warum wurde nicht komplett gebaut? Wie gesagt, das ist die Demo-Version. Was war hier unten noch? Und klar gibt es da keine Dings. Wie gesagt, da stecken wir wieder vor uns entlang. Ja, um sie lang weiter. Super aus. Also wie gesagt, ich freue mich auf alle Fälle auf das Addon. Und ja. Wie eben schon gesagt. Jetzt lauf mal. Ganz schön gemessen. Ach, das Wasser kommt auch nicht auf den Plan. Polizeiwagen abgesperrt. Oh cool. Ja. Elisenstraße, wo. Mal die. Elisenstraße, wo ich jetzt auf Elisenstraße. So, warte. Malienstraße, wo das doch. Elisenstraße. Ich weiß auch, Elisenstraße. Ja, eben wie gesagt, jetzt haben wir jetzt einmal komplett die Map gesehen, was man sehen kann. Wie gesagt, das sind bis kleine Teile. Ich auch richtig so finde, man muss jetzt nicht alles zeigen. Wie gesagt, das ist die Demo-Version, die es gibt. Das war mir ja schon. Und hier. Jetzt sind wir auch zum Hauptbahnhof wieder zurück. Gehen wir zurück zum Hauptbahnhof. Wo waren wir? Haben wir hier? Ich freue mich wirklich schön auf das Hauptspiel, als auf das Haupt-Addon. Ja, für eine Demo-Version geht das hier einmal frei. So, dann machen wir fix rüber zum Hauptbahnhof. Und ja, also wie gesagt, es müsste jetzt bestimmt bald kommen demnächst als Download die Demo-Version. Wie gesagt, alle Infos zu dem Ja, wie gesagt,
Einzige ist, Hauptbahn auf Nord steigen keine Fahrgäste ein. Ach, das kann vielleicht daran liegen, weil Start und Endpunkt wirklich komplett beieinander liegen. Das kann vielleicht dadurch irgendwie möglich sein. Falls jemand eine Lösung hat, kann er es mir gerne in die Kommentare schreiben oder auf der Facebook-Seite von Landeshauptstadt München, dass sie den kleinen Fehler beheben können noch schnell. Und ja. Ja, jetzt wollte ich eigentlich noch was. Den kleinen Fehler, der mir wirklich extrem aufgefallen ist. Das war hier runter, Technische Universität. Genau. Also wie gesagt, die Ampelschaltung mussten vielleicht nochmal kurz überarbeitet werden. Weil wenn wir grün haben und hier komischerweise die KI kommt, die kann hier einfach fahren. Entweder fährt sie geradeaus oder biegt nach rechts ab. Obwohl die da mal rot haben. Jetzt bleibt er stehen. Okay, der fährt auch weiter. Auf alle Fälle, die nach rechts abbiegen, die fahren auf alle Fälle, egal wie und was, auch wenn wir noch grün haben. Das ist mir auch schon bei Probenfahrten aufgefallen, dass die wirklich hier einfach abbiegen tut. Also wie gesagt, bei der Ampelschaltung müsste man vielleicht mal drüber schauen. Weil für die Leute, die mit Koalition... Ja. Kollisionen fahren. Weil die haben am Ende vielleicht sogar das Pech, dass ein KI-Auto in den Bus reinfährt. Also zumindest ist mir das hier bei der Ampel aufgefallen. An der Haltestelle Pinakotheken. Ja, ansonsten bei den anderen fahren die eigentlich ganz normal. Keine Ahnung, ob es in echt auch so ist, dass die Autos fahren, wie die lustig sind. Haben wir ja öfters, dass die Autos gerne fahren, wie die wollen. Es gibt ja welche, die hier wenigstens mal mit Nadelstrom fahren. Ich weiß nicht, aber wie gesagt, hier am Hauptbahnhof Nord könntet ihr mal gucken. Vielleicht nicht so viele Fahrräder hinsetzen. Bei den Taxis könnten wir vielleicht 1, 2, 3 wegnehmen. Weil wirklich, wie gesagt, wir haben ja fast auch hier überall Taxis. Ich glaube, es stehen aber auch nicht bloß Taxis hier. Man hat so zwischendurch solche Lieferanten, hatte ich auch schon mal gesehen. Aber wie gesagt, das ändert sich ja hier oben eh tagtäglich. Kann auch sein, dass das wirklich tagtäglich hier manchmal voll ist. Dass es an gewissen Tagen manchmal nicht so voll ist. Die Haltestellen finde ich aber noch am besten Lufthansa Express. Aber wie gesagt, am allermeisten freue ich mich jetzt schon auf das Add-on. Wie gesagt, ein paar Fehler. Also bisschen auf die Ampelschaltung, der Hauptfehler hier oben. Bei den Terminals der Linie 150 habe ich eigentlich nichts groß zu bemängeln. Wie gesagt, fahrplanmäßig schafft man. Ja, um sie leicht mal wieder die Textur nicht gleich. Schwuppsiwupps. Ja, bin allgemein gespannt, was noch kommen wird. Aber wie gesagt, an sich ist die Demo-Version schon mal echt klasse. Wie gesagt, es wird ein MAN NG313 mitgeliefert aus einer Stadtbusfamilien-Addon. Wie gesagt, sämtliche Infos verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Die Facebook-Seite auf alle Fälle, da könnt ihr vorbeischauen. Und da werdet ihr auch alle Infos erhalten, wann das an der Release ist. Also zumindest jetzt erstmal von der Demo, wie das gesagt worden ist. Und ja, wie gesagt, das nächste große Ziel ist jetzt, wie gesagt, das Fertigstellen des Addons.
Wie gesagt, ihr könnt immer noch mitteilen. Oder später, wenn das Addon released worden ist, könnt ihr immer noch mitwirken, das Addon zu vergrößern, also mehr Linien einzubringen. Wie gesagt, da stehen ja immer noch die Türen offen. Wie gesagt, es wurde ja auch gesagt, wie gesagt, das hat ja auch schon mal in einem anderen Video gesagt, dass eben nach Release des Addons eben die Community mitbeteiligen können, sich um mehr Linien einzubringen. Und ja, also bis dahin erstmal tschüss, schönen Tag noch. Und ja, wie gesagt, die Demo, denke ich mal, wird jetzt mitkommen. Jetzt ist, denke ich mal, auch nicht mehr sehr lange dauern. Wie gesagt, ein paar kleine Fehler, eben wie gesagt bei der Armbeschaltung. Und wie ich euch gerade gezeigt habe, Pinakotheken, ja, Pinakotheken. Die einzige Ampelschaltung, die mir ein bisschen so Bedenken macht, aber wie gesagt, das kann ich auch ignorieren schon gerne. Und wie gesagt, die Einstieg am Hauptbahnhof Nord. Ja, das war's dann erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.